Werte Sportfreunde, ich begrüße euch recht herzlich hier heute zur Pressekonferenz. 31. Spieltag, FSV 63 Luckenwalde gegen FSV De Gratenow, Endstand 1:1. Torschützen Jonathan Moimo und Daniel Becker, das waren die Torschützen jeweils. Und links neben mir hat der Trainer aus Rathenow Platz genommen, Ingo Kalisch, und auf der anderen Seite Michael Braune. Ja Leute, wir haben hier ein interessantes Spiel gesehen. Allzu viele Torschancen waren nicht, es waren zwar einige da, es hätten mehr Tore fallen können. Aber Ingo, vielleicht bist du mit dem Unentschieden mehr zufrieden wie wir. Ich will mal kurz dein Statement hören. Naja, in der Situation, wo wir sind und wie sich Luckenwalde im letzten Jahr entwickelt hat, wie der Spielverlauf war, sind wir natürlich die Schreine mal angelernt. Sind wir natürlich mit dem Ergebnis zufrieden, müssen wir zufrieden sein. Und ich habe für mich in diesem Spiel 3-4 Phasen. Am Anfang fand ich Luckenwalde sehr stark, direkt gespielt, in der Spitze gespielt, habe alles gelaufen, wie wir uns noch eingestellt haben. Und hat so 20 Minuten gedauert. Dann haben wir teilweise ganz viel Griff gehabt. Der Kollege vom Fernseher hat gerade gesagt, unser Tor war kein Abseits, das hätten wir auch theoretisch 1-0 führen können, aber hätte er genug Arbeit. Ich habe es nicht so gesehen. Er hat es entschieden. Und wir wussten natürlich, dass die Qualität von Luckenwalde im Schnellspiel nach vorne ist, wenn sie Raum haben und Decke und seine eigenen Situationen zeigt. Und über 90 Minuten, denke ich, können wir uns mit dem Punkt sehr, sehr gut anfreunden. Danke, Ingo. Micha, deine Meinung dazu? Ja, ich glaube, der Kollege hat es richtig gesagt. Die Startphase war so ein bisschen auf unserer Seite, fand ich. Da hat die Mannschaft das gemacht, was wir wollten, genau in die Räume gespielt, wo wir hin wollten. Da haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Dann wurde es immer schlechter zum Ende der ersten Halbzeit. Habt ihr noch in der Halbzeit gesagt, dass Optik oder wir ein bisschen um das 1 oder 0-1 betteln? So ist es dann natürlich auch gekommen durch den Geschenk, wenn wir mit hochgerissenen Armen durch den Strafraum rennen. Schicken wir Optik einen Elfmeter der Phase für mich verdient, Optik vorne 1-0. Dann hat meine Mannschaft eine halbe Stunde das gespielt, was sie kann. Und in der Phase, sage ich, müssen wir dieses Spiel ganz klar gewinnen, weil wir fünfmal in Überzahl zum Strafraum oder in den Strafraum rennen und bekommen den Ball gar nicht zum Mitspieler. Obwohl wir das gestern genau diese Situation noch, 50 Mal gestellt haben, durchgespielt haben. Haben wir es heute nicht gebacken bekommen, da in der Phase das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, für die Entwicklung der Mannschaft war es auch gut so, dass wir nicht gewonnen haben, weil sonst werden wir die Parolen kommen, ja, angefüttert und so weiter, kennt man ja alles im Fußballjargon. Von daher, glaube ich auch, dass es hinten raus vielleicht ein gerechtes Unentschieden war. Optik, alles Gute im Abschiedskampf. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr noch zweimal. Das ist okay, und wenn im Pokal. Also ja. Das Fußball. Danke, Micha. Hat jemand hier von der Presse oder sonst jemand auch ein Interesse hier überhaupt zu verlieren? Na dann danke, damit ist die Pressekonferenz beendet. Danke Ingo und danke Micha.